unter anderem revolutionär. So, schönen guten Mittag, Abend, Morgen, Nacht, wann auch immer ihr euch das anschaut. Ich Academic interviewe jetzt für WeConnect einen der Künstler, die am 25.05. auf dem Rock gegen Rechts in der Tufa der Bühne die Ehre geben. Und neben mir sitzt Martin von Scheintote Erben und Bravado. Wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, deine Hauptband die Scheintoten Erben sind. Ja, genau so sieht es aus. Bravado gibt es schon ein paar Tage offiziell nicht mehr, aber wir haben einen Riesenspaß, uns nochmal zu treffen und auch mit Bravado Rock gegen Rechts zu füllen. Ja. Sehr gut. Sage mir doch mal kurz und knackig zusammengefasst, wer sind die Scheintoten Erben? Die Scheintoten Erben sind fünf Männer aus Trier. Ich bin mit großem Abstand der Jüngste. Uns gibt schon, ich glaube, seit 83. Und zwar ist der Anfang eine Kneipenparty, damals eben Schwach und Sinn, so hieß die Kneipe, gibt es heute nicht mehr, wo irgendwie nach cooler Musik gesucht wurde und eine Idee dann war, Tonscheine Scherben zu covern für eine Kneipenfete. Und dann gab es den Kalle, der damals schon in dieser Kneipen-Connection aktiv war und der dann heute noch Gründungsmitglied ist und damals mit ein paar Musikerkollegen die Scheintoten Erben in Trier gegründet hat. Das heißt, uns gibt schon seit 83 in Trier. Das ist eine Ansage. Also ich meine, die meisten Bands halten nicht mal 3 Monate durch und euch gibt es seit 34 Jahren. Das ist definitiv eine Ansage. Seit wann bist du dabei? Seit, ich glaube, 11 Jahren jetzt, ja, genau. Okay, was macht ihr für Musik? Ja, wir spielen Material von den Tonscheine Scherben von Rio Reiser. Rio Reiser ist nach seiner Karriere, sage ich mal, mit den Tonscheine Scherben aufs Solo-Tour gegangen, kann man sagen. Hat sehr viele Solo-Alben gemacht. Das ist heute auch, glaube ich, das, was viele noch kennen von ihm, und wir spielen sowohl als auch Sachen von den Tonscheine Scherben als auch von Rio Reiser Solo. Okay, was ist an Rio Reiser jetzt so der Brüller, dass man den 34 Jahre lang covert? Ich würde ihn gleichsetzen mit den Größen des deutschen Rock- und Pop-Business. Er hat einfach absolut zeitlose Texte geschrieben, gar nicht so sehr politisch, wie es vielleicht in Tonscheine Scherben so nachgesagt wird. Die sind wohl an der einen oder anderen Stelle gesellschaftskritisch, aber grundsätzlich schlichtweg zeitlos. Und wenn du uns gucken kommst und wenn ihr uns gucken kommt am 25.05., könnt ihr euch da selber von überzeugen, dass unser Publikum ja tatsächlich genauso zeitlos ist von Leuten, die tatsächlich vielleicht Tonscheine Scherben damals live gesehen haben in den 68ern, als auch, weiß ich nicht, junge Leute Anfang 20, die genauso viel Spaß heute noch an den Sachen haben. Und das beweist, dass Rio Reiser einfach ein Erbe hinterlassen hat, was gepflegt werden muss. Ne? Okay, dann wäre meine nächste Frage, warum spielt ihr bei Rock gegen Rechts? Was ist eure Motivation, in Trier bei Rock gegen Rechts zu spielen? Natürlich geht es einmal darum, sich gegen eine rechte Gesinnung zu stellen, Gesicht zu zeigen. Ich sage immer, Arschhut, Zeng auseinander, das hat Wolfgang Niedecken in einem guten Lied verpackt. Darum geht es uns. Und zum anderen geht es darum, tatsächlich auch zu zeigen, was unsere Gesellschaft noch alles drauf hat. Ich glaube, wir werden es nämlich ganz sicher schaffen, einen ganz tollen Tag mit vielen Leuten friedlich zu verbringen und das ein oder andere Bierchen zu trinken und ja, friedlich gute Kunst auf die Bühne zu bringen. Und ja, das ist einfach viel mehr wert als irgendwelche rechten Parolen von Minderheiten. Ich glaube, wir sind Trier auch wirklich nicht so das Thema, aber trotzdem sehr wichtig, das, was wir hier machen. Ja, das ist richtig, würde man in Norddeutschland sagen. Das ist richtig.
Okay, was er vielleicht mal so auf das Thema der Sache einzugehen, wenn du einen Tag politisch in Deutschland allmächtig wärst, was würdest du ändern? Ich will gar nicht all. Ja, nee, ich will nicht allmächtig werden. Ein Tag, danach ist vorbei. Ein Tag lang. Nee, will ich immer noch nicht. Ja, wenn ich mir wünschen könnte, wie eine Gesellschaft an dem Tag aussehen könnte, dann könnte ich hier eine Antwort geben. Ja, die würde nämlich einfach friedlich miteinander und nebeneinander leben und jedem Mitglied in der Gesellschaft gleich gegenüberstehen. Nicht so viel werten, nicht so viel in Schubladen Leute schieben. Das gilt einfach von bis, von Kindern bis zu Senioren. Ja, genau. Ja. Okay, dann meine abschließende Frage ist, was erwartest du dir vom 25.05.2017 in der TUFA? Was sind deine Erwartungen an diesen Tag? Ich bin mir fast sicher, dass ich mich freuen werde, zum Teil alte Musikerkollegen aus Trier wieder zu treffen. Tatsächlich auch in der Formation Bravado. Wir sind, weiß ich nicht, im Saarland, im Westerwald verstreut und treffen uns da wieder. Aber auch von den anderen Bands, die da spielen. So, ja, wenn ich da drauf gucke, so ein paar Namen kenne ich dann doch über die Jahre. Und das wird erstmal ein toller Tag, wo sich unheimlich viele Trierer Musiker treffen. Und die zweite Erwartung ist schlichtweg, dass das Publikum, dass dem unheimlich viel geboten wird und deshalb glaube ich, das Publikum wird auch gut gelaunt dahin kommen und deshalb erwarte ich, dass das ein toller Tag wird mit viel Spaß und guter Musik. Der Rapper würde jetzt sagen, Word. Martin, auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Grund, die beiden Gruppen Scheintote Erben und Bravado, ein sehr, sehr guter Grund, am 25.05.2017 in die TUFA zu kommen und mit uns zu feiern und mit uns Spaß zu haben und das kann auch bis spät in die Nacht gehen, weil der nächste Tag ist ein sogenannter Brückentag. Ja. Ein guter Grund dafür, weitere gute Gründe liefern wir euch in den nächsten Tagen. Ciao. Unter anderem Revolutionär.